Die größte Flutwelle rollt zurzeit die Elbe hinab. Besonders betroffen war heute die Region von Magdeburg flussabwärts. Bei Stendal wurde sogar die Brücke der vielbefahrenen ICE-Trasse zwischen Hannover, Frankfurt und Berlin wegen akuter Überschwemmungsgefahr gesperrt. Die Züge wurden umgeleitet oder fielen gleich ganz aus. Und in der Nähe von Fischbeck brach ein Deich auf einer Länge von mehr als 50 Metern. Paul Pietras berichtet. Es sieht beschaulicher aus, als es ist, heute Mittag bei Fischbeck. Die Feuerwehr rettet einen Anwohner aus dem eingeschlossenen Ort bei Tangermünde. Die Strömung macht die Bootsfahrt gefährlich. Laut Krisenstab fließt 1 Million Liter Wasser pro Sekunde von der Elbe ins Landesinnere. Der Deichbruch hat auch Detlef Mangelsdorf um Mitternacht überrascht. Ich hatte gestern ja bis 24 Uhr noch Deichwache. Und da war ich gerade nach Hause gekommen und dann war was passiert. Ja. Und somit war ich nur fest in Arbeit da. Und meine Familie, die ist zu meinem Bruder, die ist da schon vorher hingegangen. Mehr als 3000 Menschen mussten ihre Dörfer verlassen, nachdem der Elbdeich auf einer Länge von 50 bis 100 Meter gebrochen war. Inzwischen soll das Wasser in Fischbeck fast 2 Meter hoch stehen. 2 Bundesstraßen sind überspült, eine Bahnbrücke bei Stendal wurde vorsorglich gesperrt. Die Folge: Zugausfälle und Verspätungen für alle ICE-Reisenden zwischen Hannover und Berlin. Wie sich das anfühlt, das mussten nun auch die Bewohner von Hohenwarte bei Magdeburg erfahren. Von der Schleuse Niegrib aus bahnten sich die Wassermassen der Elbe einen neuen Weg Richtung Elbe-Havel-Kanal. Ein Weg, der keine Rücksicht nahm auf Strommasten und Straßen. Ein Glücksfall, dass das Wasser auf diesem Weg keine Menschen in ihren Häusern mitriss. Aufatmen heute in Magdeburg. Die Scheitelwelle der Elbe hat die Großstadt passiert. Das von der Überflutung bedrohte Umspannwerk konnte dank vieler Helfer mit Notdeichen geschützt werden. Der Pegel ist aber auch deshalb gesunken, weil elbaufwärts bei Aachen ein Damm gebrochen ist. Das dort einströmende Wasser sorgt hier für Entlastung und bringt für viele nach Tagen großer Mühe einen Moment der Besinnung. Noch hält die mobile Spundwand in Wittenberge, nur wenig Wasser sickert durch die Sandsäcke. Brandenburg und Sachsen-Anhalt kämpfen beiderseits der Elbe mit dem Hochwasser. Doch trotz des gemeinsamen Flusses haben die Bundesländer unterschiedlichen Hochwasserschutz. In Brandenburg ist der Deich an der Elbe höher als auf der sächsisch-anhaltinischen Seite. Föderalismus als Absurdum kritisiert der Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Aber dass es auch gemeinsamen Hochwasserschutz gibt, zeigt seit Sonntag die sogenannte Polderflutung südlich von Wittenberge am Wehr von Quitzöbel. Dazu wird der Abfluss der Havel in die Elbe mit einem Wehr gestaut. Gleichzeitig wird ein anderes Wehr geöffnet, sodass Elbe-Hochwasser die Havel hochgedrückt wird. 140 Millionen Kubikmeter Wasser können die dafür vorgesehenen Überflutungsflächen, die wie Badewannen in der Landschaft liegen, aufnehmen. Eine alte Forderung des BUND: Flüsse brauchen mehr Raum. Gemeinsam mit den Betroffenen sollte man auch über andere Formen des Hochwasserschutzes reden, sagen Experten. In manchen Gebieten könnte es sinnvoll sein, vom üblichen Deichschutz mit hohem Pegel und starkem Druck auf die Deiche abzuweichen. Stattdessen könnten sogenannte Ringdeiche dem Fluss mehr Platz schaffen, sodass die Pegel bei Hochwasser erst gar nicht enorm steigen. Denn derzeit macht vor allem der hohe Wasserdruck auf die Deiche die Lage in den Hochwassergebieten so gefährlich. Nicht nur in Wittenberge, sondern auch elbabwärts.